So. So, jetzt. Finale im ESL Weekly Cup Nummer 75 zwischen Bone Doctors und The Chosen Ones. Welcome to the International. Na, Quatsch. So, wir sind jetzt mal wieder hier und sehen mit den Bone Doctors den Gewinner des Strangs, quasi des unteren Strangs der Liga. Konnte ja nur The Chosen Ones nachvollziehen. Game 1 gecastet und dann so, ich glaube, ich habe ein relativ gutes Team erwischt. Und dann bis zum Finale durch. Jetzt werden wir mal schauen, was denn so die andere Liga gebracht hat. Und das sind die Bone Doctors. Und ja, ich habe ja nicht genug Games von den Bone Doctors schon gecastet. Ja. Kommt vor, dass man bekannte Teams in irgendwelchen Cups trifft. Besonders wenn man durch diese Teams erst auf den Cup kommt und dann die Leute sich denken, hey, könnt ihr auch selber dran teilnehmen. Aber gut, Bone Doctors geben Faces Void, Ben auch den Liken diesmal, der irgendwie komplett ignoriert wurde in der letzten Zeit. Und The Chosen Ones picken den Scareth Mage schnell mal weg, weil Faces Void, seriously. Und gehen wahrscheinlich hier mit dem Razor, so wie ich sie kenne, was ich bisher davon erlebt habe. Wäre auf jeden Fall die logische Folge davon, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja. Wäre auf jeden Fall die sinnlose Folge, die... Bone Doctors Finale, und dann ist jetzt auch das Twitch richtig benannt. So. Ja, lassen Sie sich aber doch mit Zeit ein bisschen mit dem Razor Pick. Also ich weiß nicht ganz, Death Prophet dann doch. Okay, Sie müssen sich zwischen Death Prophet und Razor entscheiden. Mal gespannt, ob Bone Doctors hier den Razor nehmen oder ob sie Pocket Stretch spielen. Und sie gehen mit dem Lich. Hat im letzten Spiel gut funktioniert, muss man dazu sagen, ja. Faces Void Lich ist auch eine Kombo, die man nicht unterschätzen muss. Schönes Frosting auf die Chrono ein bisschen. Ja, Chain Frost und Chrono ist eine gute Kombo, besonders wenn mehrere Leute in der Chrono sind, was eine ideale Chrono natürlich aufweist. Außerdem sorgt der Lich natürlich dafür, dass ein bisschen XP und Goldvorteile auf dem eigenen Team so langsam kommt. Bisher waren Bone Doctors immer die, die am meisten gefarmt haben auf dem anderen Team und dadurch halt hauptsächlich sich den Vorteil erschaffen haben. Bei The Chosen One bin ich mir da nicht sicher, halt, die hatten halt auch immer viel Farben. Von daher wird das halt hier jetzt sehr interessant. Und so wie ich The Chosen Ones kennengelernt habe und Bone Doctors kenne, wird das hier auf jeden Fall ein Spiel, das es würdig ist, den ESL Weekly Cup zu sein. Andererseits, wie ich auch eben gesehen hatte, die Klapsmühle wäre durchaus auch ein würdiger Gegner gegen The Chosen Ones. Und würde es dann auch genauso, ja, spannend machen. Pugna und Doom gebannt von Bone Doctors. Doom auf jeden Fall ein starker, ja, starker Laner und ein starker Hero gegen Lich und Faces Void. Und mit Pugna wollen sie ein bisschen verhindern, dass hier zu viel gepusht wird. Mit der Death Prophet wäre nämlich hier auch schon die Möglichkeit vorhanden. The Chosen Ones bannen zum einen den Witch Doctor. Wer hätte es gedacht gegen ein Team, was den Witch Doctor als Icon habe und Faces Void zu first picken? Wäre das gekommen, kann ich euch auch hundertprozentig versichern. Okay, nicht hundertprozentig, aber ja. Definitiv wahrscheinlich. Definitiv wahrscheinlich ist eine super Aussage. Anyway. Und als zweiter Ban wird vielleicht irgendwas nehmen, was auch noch in die Chrono pratzen könnte. Das haben wir Scareth Mage, Lich, Bone, ja. Witch Doctor, irgendwas war noch. Shadow Shaman wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Oder. Ja, viele andere Dinge. Irgendwas im letzten Game hatten wir da, was alles gebannt wurde. Oh, naja. Razor. Ja. Wenn sie hier nicht den Pick als Razor machen wollten, was es halt nicht herausschaut, das ist auf jeden Fall ein schöner Bann. Und sie gehen hier mit dem Wraith King, der letztes Spiel für Bone Doctors relativ gut funktioniert hatte. Aber letztes Spiel auch für Chosen Ones ziemlich gut funktioniert hatte, also hey. Waren sie jetzt hier die Ersten, die den gepickt hatten. Ich kann mir kurz vorstellen, dass Bone Doctors den halt auch gerne gehabt hätten. Bekommen hier nicht und mal schauen, was sie dann dazu picken. Ist noch relativ viel offen. Der Punkt ist aber, dass Viper gebannt ist, es ist Razor gebannt, Death Prophet ist weg und Brew ist weg. Von daher wird die Mitte relativ schwierig zu entscheiden sein. Sie gehen hier wieder mit dem Jakiro, der, ich weiß nicht, wie sein Early Game war, im Midgame, naja, er war halt da, hat Damage gemacht, ja, weiß ich nicht.
War auf jeden Fall nicht der Playmaker, würde ich jetzt mal so sagen. Sorry, Seka. Aber Lish Shakiro. Die Kombo scheint es wohl zu bringen. War aber auch letztes Mal, glaube ich, ein Carry, der das Mac gebaut hat. Soweit ich das gesehen habe. Und Lish halt dann nackter Support. Mal gespannt. Auf jeden Fall sorgt er ein bisschen dafür, dass man den Wraith King kiten kann. Death Prophet ist halt schwierig, muss geburstet werden. Und ja, dafür ist Licht da, aber Shakiro, Damage over Time. Nicht sicher. Okay, Bornoklus nehmen wir für denselben Cast, den sie letztes Mal hatten, nochmal. Außer mit dem Wasted Void. Dementsprechend, wenn Wraith King draußen ist, ist der Clockwork wohl der als nächstes kommt. Mal gespannt, ob Chosen Ones das Spiel eben zugeguckt haben. Wenn ja, werden sie jetzt auf jeden Fall den Clockwork bannen. Ansonsten, naja, es fehlt ja auch noch Offlane, ne? Andererseits, ja, Faces Void setzt ja eigentlich den Offlaner hier. Und sie werden den Glockwerk. Ja, wer hat denn da wohl gesniped? Sehr schön. Know your enemy, know their weakness. Ich glaube tatsächlich, dass es auch so gewesen wäre. Andererseits, Void ist meistens der Hero von, ja, von Waterlot. Zumindest im letzten Spiel hatten sie den tatsächlich Offlane gespielt, glaube ich, ne? Ah ne, Quatsch, im vorigen Spiel, wo wir reingeguckt hatten. Wir hatten vor zwei Spielen als Spectator reingeguckt und da war zumindest Sir Waterlot auf dem Faces Void auf der Offlane. Dementsprechend glaube ich, dass hier Clockwork nicht der ultimative Bann war. Und sie hat auch einfach Raum switchen können. Kann schon gut gewesen sein, dass Clockwork als letzter noch gepickt worden wäre, besonders mit dem Sniper zusammen. Einfach als Zoning oder als die Gegner raushalten mit den Cox, sodass Sniper raufbratzen kann. Das ist schon wichtig. Andererseits Wraith King, Venge und Centaur, also jetzt wohl drei fette Konter-Gegner gegen so einen Sniper. Da muss ich mich gespannt, was halt Bondoklus sich sonst noch so ausdenken. Chrono ist natürlich super. Die Frage ist, was passiert, wenn keine Chrono ist? Oder was passiert, wenn die Chrono zu Ende ist? Dann glaube ich, brauchen sie auf jeden Fall eine Strategie 2, um den Sniper im Leben zu halten. Definitiv. So. Wraith King, Shakiro, ja. Okay. Dann haben wir jetzt auch wieder 2 Minuten Delay und nicht mehr. Aber, tja, anscheinend lag das dann halt wirklich. Wenn man selber laggt, oder wenn der wenn der Stream laggt, scheint es wohl auch so zu sein, dass sich das Delay auch hochschraubt. Teilweise hat man nach längeren Sessions irgendwie knapp 10, 15 Minuten hinter dem Gegner. Oh, Timberstalk, cool. Also knapp 15 Minuten hinter dem Game, obwohl man eigentlich nur 2 Minuten Delay eingestellt hat. Und das liegt wohl am Lag anscheinend. Weil jetzt sind wir noch bei 2 Minuten und naja, ich stream halt ja auch schon seit dem letzten Game. Und mit Spectator-Modus drin, also es ist knapp 1 Stunde am Laufen. Und immer noch relativ zeitlich dahinter. Was ganz praktisch ist, weil dann kann man so ein bisschen mit dem Chat noch schreiben. Andererseits kann es auch gut sein, dass viele der hier Anwesenden, die Viewer im Chat waren, und der jetzt ein bisschen leer wird. Aber wir werden sehen. Gut, introducing Bornoklus als erstes, weil ich hatte die letzten 4 Mal schon The Chosen Ones als ersten gehabt. Wir haben Dr. Zalok auf dem Faces Void, der tatsächlich jetzt Carry geht. Ja, mir hätte ich gesagt, mit dem was war. Seka und Tomahawk gehen in die Mitte. Erstmal Lich auf dem Support Seka und Tomahawk in der Mitte auf dem Sniper, wie letztes Game auch. Lich wird als erstes mal in der Mitte einen Creep fressen. Sir Waterlord auf dem Timbersaw, der auf die Offlane geht. Und zu guter Letzt Feva auf dem Shakiro. Jo. The Chosen Ones smoken mal wieder auf Level 1 in den englischen Jungle. Allen voran Dreadknight als Carry Wraith King. Sione in der Mitte als Death Prophet. Lutre und Galerist auf dem Skyrath Mage und der Vengeful Spirit. Und Centaur Warrunner wird gespielt von V on Me auf der Offlane. Haben sich hier gezeigt, Smoke ist gebrochen. Aber zum Glück für Bornoklus ging das nochmal gut. Andererseits, ja. Faces Void ist auch einer der besseren Hero, die man vorne stehen kann, weil er kann immer hinwegspringen. Gut. Damit ergeben sich jetzt mal die Lane. Sehr aggressives Warning halt auch von The Chosen Ones, die eine Aggro-Try machen. Ja, mit Venge und Wraith King und einem Skyrath Mage ist es halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ja, aber Lish, Shakiro und Faces Void sind noch relativ defensive Tryline, die glaube ich da mithalten kann. Shakiro kann Damage over Time machen. Lish ist halt auch ein Harasser. Und wenn sie halt einfach nur defensiv auf der Lane bleiben, können sie halt auch mit dem Lish so ein bisschen den Vorteil bekommen. Daher könnte es gut sein. Aber Level 1 Smoke. Ach, mit der Invis-Rune auf dem Sand, seriously? Es ist halt so ein hundertprozentiges
eingebauter First Blood. Ja, was dann trifft, First Blood in der Mitte. Was eine Rune am Anfang. Und Disconnect from Wraith King, okay. Kann man machen. Das ist bitter, bitter, bitter für die Mitte. Es ist so, ja, da kannst du nichts machen, seriously. Also, wenn hier keine, hier hätte eine Ward sein müssen, um das zu verhindern. Und hier hatten sie keine Ward. Dadurch, dass Bonduk das meistens immer länger gespielt haben wir vorher, hatten jetzt hier The Chosen Ones die Chance, ein bisschen zu gucken, was man am Clockwork Band gesehen hat. Hätten Bonduk das jetzt hier die vier Spiele zugeguckt, hätten sie ja doch gewusst, okay, Level 1 Smoke Gank in die Mitte und immer der Level, also Level 1 Smoke Gank in den Wald und danach immer hier Smoke, normaler Kill in der Mitte. So. Bonduk das zeigen hier schon, dass erstmal Centaur in die Mitte, nach unten laufen muss, von daher hat der Waterlord erstmal ein bisschen Ruhe dort. Aber ja, haben einen schönen Kill rausgeholt, auch perfekte Rune. RNG ist auf ihrer Seite, muss man dazu sagen. Sonst hätten sie den Kill auf gar keinen Fall bekommen. Also ja, auf gar keinen Fall nicht unbedingt, aber wenn es dann sollte, nicht ausreichend gewesen sein, um den Follow-up dann mit dem Sand zu bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Besonders ohne Boots. Erster Stun. Zweiter Stun. Slow. Und das sollte ein Kill sein, ja. Sollte ein Kill sein. Wraith King ist low, aber mehr ist nicht. Und das, obwohl das Liquid Fire draußen ist mit 50%, mit 20% Extended Slow, läuft die Challenge schon relativ gut für The Chosen Ones. So, mit 2:0. Lass jetzt mal aufmachen. Kobolus in der Mitte hält sich relativ gut gegen den Sniper. Sniper muss aber auch wegen dem Harris-Set aufpassen. Der Kobolus doch nicht zu unterschätzen, den Harris aufbieten kann, muss man sagen. Gut, Pull-Camp ist jetzt auch geblockt, wurde aber noch nicht benutzt. Durch den Lich und durch das doch relativ aggressive Pushen mit den Kills war das noch nicht nötig. Und ja, kriegen ja auf jeden Fall schön die Last jetzt schön aufgetaucht und die Supports arbeiten mit, dass die Last jetzt auch wirklich an die Helden gehen. Auch schön. Timbersaw hat ein bisschen Vorteil vor dem Centaur in Sachen Last jetzt, klar. Er war halt auch länger auf der Lane und hat damit auch einen Level-Vorteil, aber ja. Timbersaw gegen Stärke hält, ist halt auch immer relativ schwierig. Holt hier sogar eine Bottle. Dadurch, dass Sniper in der Mitte, glaube ich, keine Bottle braucht, ist man auch relativ. Sollte seine Lane gewinnen. Gegen Sniper, gegen Death Prophet ist zumindest am Anfang erstmal Death Prophet vorne. Und mal halt schauen, ob Sniper da mithalten kann. Und denied. Tschu. Bottle ist jetzt angekommen für den Timbersaw. Wird dementsprechend jetzt sehr stark sein Leben auffüllen und auch sehr aggressiv reingehen, weil ihm eben. Oh, ihr habt gesehen, was es war, ne? Es war definitiv, ich fahre mal an deinen Tranquil Boots vorbei und sammle die mal im Vorbeigehen auf, wenn das kann man, wenn man bei Runen und sowas sieht. Genau, holt hier halt ein bisschen, tradet auf jeden Fall Harris dagegen, aber muss halt hier aufpassen, um seine Tranquil Boots nicht. Och, und er hat's geschafft! Oh no, what a play. Oh, ganz knapp. Das war auf jeden Fall ein großes Play. Hat allerdings jetzt keine Leben. Man muss hier aufpassen. Wenn er erst dann sitzt, ist er tot. Movement Speed. Boots gegen keine. Technically Boots gegen Boots. 290, 300. Cent hat ein bisschen mehr. Bottelt hier aber auf. Ah, macht noch ein bisschen Damage rein, aber. Kann hier nicht genug Down bringen, um die Double Edge zu erreichen. Meanwhile in der Mitte, Sniper sollte Down bringen hier. Und geht Down 3:0. 3:0? 1, 2. Okay. Ich glaube, hier oben ist was passiert. Ja. Nee, wait, what? Scareth Mage hat den Kill jetzt hier bekommen. Skeleton King hatte den Kill oben bekommen. Ja, doch, passt alles. Ich habe nichts verpasst, okay. Ja, 3:0 für The Chosen Ones, obwohl es halt eigentlich relativ. Also noch sieht es noch nichts aus. Die Last Hits sind sehr even. Die Level sind jetzt auf The Chosen Ones weiter vorne. Es liegt immer daran, dass diese Heroes einen Kill haben. Und der Harris geht weiter davon.
Tja. Death Profit wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Eine Double Damage Rune kann natürlich ohne Probleme Harrison und auch ohne Probleme farmen. Der Pull geht hier durch. Aber muss halt auch aufpassen. Scarith Mage und Vengeful Spirit. Es ist eine verdammt fiese Tri-Lane, muss man sagen. Eine verdammt fiese Tri-Lane. Dass jetzt eventuell sogar gedived wird, ja, können sie sich noch zurückhalten. Aber sobald einer out of position ist hier, ist, ja, okay. War zu weit hinten. Eispaar. Okay. Das war sehr knapp. Nichts, dass es irgendwas gebracht hätte, wahrscheinlich, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Okay. Wir haben immerhin auf. Also, Born Doctors gewinnt im Carry Farm, verliert damit aber in der Mitte. Und dafür haben halt die Chosen Ones ein bisschen auf mehr Kills und die Mitte ist definitiv am Gewinnen und. Na, hier kommt noch nichts vor. Okay, wird nicht weiter gegoat. Aber Rotation Forced, jetzt kann die Trailer wieder aufgehen. Wird hier gegoat? Mehr Bashes, mehr Bashes, mehr Bashes. Bam! Haut ihn um. Und jetzt kommt es aufs Juken an. Ah, schafft es nicht ganz. Aber der Punkt ist. Oh nein, er hat ihn vorbeigelassen. Okay. Das wäre ein Easy Kill für ein festes Wort gewesen, wenn er ihn dort hätte packen können. Das Problem war halt gerade hier. Hätte er sich hier hingestellt, hätte er halt wirklich den Kill machen können. Jakiro ist gesilenced. Oh, und sie kriegen ihn vorher down. Und jetzt, oh, natürlich noch den Bash. Ohne den Bash hätte definitiv das Scarif-Match ein festes Wort umgebracht. Das hätte sich halbwegs nicht so. RNG war mit Bone Doctors und somit holen sich tatsächlich noch ein 2-0 nach dem Kill für den Void raus, der jetzt definitiv ein bisschen abgehoben hat. 3-0 und top, also an der Platz 2 des Farmers ist nicht zu unterschätzen. Und The Chosen Ones rotieren in Scarif Mage nach oben, um vielleicht den Timbersword zu bekommen, der relativ low ist dafür. Und. Oh, und der Silence besiegelt sein Schicksal. Definitiv. Es hätte, glaube ich, auch so gereicht. Also hätte auch mit vollem Leben nicht dafür gereicht. Ist eine sicke Combo. Slowen, Max Movement Speed und dann. Außerdem halt, Silence ist sehr, sehr tödlich mit dem Muscle. Hat man wieder gerade gesehen. So dieses, ja, klappt die Chimba Chain, klappt die Chimba Chain. Silence. Nope. Okay, nächster Sniper Kill incoming. Butts. Haben wir TPs? Nein. Okay, waren keine TPs da. Drei Heroes jetzt dahinter, schon relativ viel gedived. Aber sie können es halt auch. TP vom Timbers war da rein. Zack. Da Damage. Scarlet Mage geht hier down. Und sie versuchen den Wraith King noch zu bekommen. Der hat keinen Reincarnation. Wahrscheinlich auch besser für ihn, denn er wäre noch ein zweites Mal gestorben. Andererseits hätten sie vielleicht wieder reengagen können. Von daher, 1-2 wieder getradet, waren sie ein bisschen zu lange drin. Also, dass da eigentlich die TPs kommen, hätten sie mit rechnen können, The Chosen Ones. Dass sie nicht früher kämen, hat mich ein bisschen überrascht. Aber war vielleicht auch besser so zu warten, bis halt wirklich zwei Leute TPen können. Beziehungsweise bis der Timbers überhaupt wieder lebt. Weil der ist halt an Platz 2 vom Farmchart und dementsprechend auf jeden Fall der Hero, der gerade den meisten Impact hat. Neben dem Void, der wahrscheinlich mal langsam seine Chronobad auspacken wird, aber nicht gegen den TD. Doch, jetzt schon. Denn da ist ein Chakra, was bösen Damage macht. Ja, Easy Kill natürlich ist halt die erste Krone auf dem Faceless Void. Wenn Support da ist, ist immer relativ easy, klar. Aber 120 Sekunden Cooldown. 2 Minuten lang wird das nicht nochmal passieren. Deshalb ist halt die Stärke von Festus Void. Wird jetzt hier auf den Skeleton King gegangen. Hat seine Reincarnation, wird es wahrscheinlich nicht skillen. Anders als hier unten vielleicht schon. Sollte es jetzt hier eventuell hier skillen, wenn Support kommt, ja. Okay, so. Ja, okay. Overcommitted. Overcommitted, selbst schuld. War halt ein bisschen bitter, dass sie ihn da halt absolut nicht in den Bäumen gefunden hatten und dann kamen die Supports. Hätte aber schon gedacht, dass er das eventuell hätte skillen können, seine Reincarnation. Einfach aus dem Grund, dass wenn er trotzdem gestorben wäre, wäre dann hätte Slowdown, die zwei kommenden. Das hätte vielleicht sogar ein festes Wort noch gekillt. Also hätte er eventuell Reincarnate und Suicide machen können.
aber nicht sicher. So ist auf jeden Fall die sichere Methode. Void muss zurück und sie kriegen hier den Bottom Tower for free, so wie es scheint. Glyphe ist draußen, die Frage ist halt, ob die Heroes rechtzeitig da sind. Schön gedodged hier, aber der Damage könnte auf jeden Fall knapp ausreichen. Nee. Reicht nicht aus, in Denial Range ist er noch nicht 3 HP. Glück für The Chosen Ones, dass da hier nichts passiert. Auch kein Katapult da, das draufschießen könnte. Nächste Wave ist eine Cutter Wave, von daher ja, wird es vielleicht nächste Wave denied werden. Okay, Faces World scheint auf Medias zu gehen. Wraith King nicht. Vielleicht auf Drums anscheinend. Kann gut sein. Und Timbersaw mit der Bottle, das funktioniert relativ gut. Dadurch, dass sie halt jetzt Bottle throwen können, hat er doch eine relativ einfache Zeit hier unten. Top Lane ist auch nicht so viel. Bottle wurde gedroppt, ja. Wird aufgefüllt. Haben wir jetzt schon ein bisschen Bottle Tricks mit dem Fahrer. Machen jetzt hier einen Ulti, kriegen, kommen nicht so wirklich da an ihn ran. Oh, und was ein Frostblast. Und wenn ich Frostblast sage, meine ich natürlich Chain Frost. Doppel. Ups. Seriously. Ups. Na. Pings kommen raus. Ups. Sorry. Okay, weiter geht's mit dem Faces Void. Der 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden. Jukes, 2 Sekunden. 1 Sekunde. Jup. Und weg. Sehr, sehr knapp. Hätte sogar noch der. Und Makropaya lässt es auf jeden Fall ein bisschen unschmackhafter da einen Dive lassen. Okay. Ja, die Chiechen haben sie jetzt mit dem Cent. Das Problem ist, sie haben halt wirklich nur die Chiechen, wenn Essence einen Blink bekommt. Mit 300 Gold ist er noch relativ weit weg. Ist doch für einen Offliner, der in der Solo-Lane gegen Timbersaw hatte, relativ weit hinten. Musste aber auch relativ viel rotieren. Hat am Anfang, hat Kills gemacht, das stimmt schon. Aber er musste halt viel rotieren. Exos ist jetzt on Top-Lane. Und Doctors sind nicht ganz da, um zu defenden. Wenn wir auf jeden Fall versuchen, Glyphe ist nicht vorhanden. Versuchen ein bisschen auszuhalten. Ja, Exorcism reicht noch, von daher der Tower wird fallen. Bondoctus ist jetzt so langsam da. Aber, ja. The Chosen Ones gehen zurück, sehen, der Tower ist nicht in die Denial Range. Exorcism ist eh bald weg und wir sehen durch den Ward, dass Bondoctus komplett da sind. Also, Rotation Force, Space created. Für den Wraith King. Und, okay, gehen zurück. Super Entscheidung, kann ich 100% nachvollziehen. Und ist auch, glaube ich, hier in dem Fall die richtige gewesen. Okay, TP's nach unten. Timbersaw ist da. Hofft wahrscheinlich, dass er gegoat wird hier. Wraith King ist visible. Oh, und dodge. Schön gemacht. Ulti mit einem einzigen Timehawk gedodged, das ganze Ulti. Death Prophet DD könnte allerdings definitiv jetzt ein Force in der Mitte kommen. Die Frage ist, Bondoctors sollten hier schneller sein. Ah, okay, das TP kommt rein. Scareth Mage sollte das aber eigentlich alleine nicht halten können. Von daher, Bondoctors werden das hier forcen. Und schaffen es hier nicht. In der Mitte. Oh, das könnte. Oh, was ein Chainfrost. Seriously. Und. Ah, okay. Die DD Krobelus holt das ganze Ding noch raus. 4:1 der Trade hier. Katastrophal für The Chosen Ones. Und super gespielt von Bondoctors. Allerdings extrem knapp hier mit dem Void, dass er da halt den Stun. Also er hat wahrscheinlich kurz vor dem Stun die Krone noch rausbekommen. Oder hat er Stun gebacktrackt? Aber ich glaube, ja doch. Kam. Na, ich weiß nicht, ob schon der Damage backtracken will. Ich bin so ein Luck-Gott, dass ich das weiß. Ups. Na, aber gut, hier geht trotzdem down. Sir Warlord overextended hier ein bisschen. Ein bisschen meine ich, wow, richtig viel. Beziehungsweise sein Team sagt, seriously? Wir haben hier so einen Tower, den wir töten können. You're on your own. Ja, aber schön schnell down gebracht. Und da sieht man halt auch, Timbersaw macht viel Damage. Aber in den beiden Helden, Stun, Silence, Slow, Ulti, kann er halt auch nichts machen. Und das nur zwei Support. Timbersaw, bye bye. Was? Missklick? Not sure, wahrscheinlich.
Nicht sicher, was das war. War nur eine kurze Zeit, wo er kein Geld bekommt, aber nein. Oh, Sniper muss jetzt aufpassen. Er tankt noch mal einen Creep und geht damit down. Eventuell, nee. Shakiro hätte sich opfern können, indem er einen Ice Path von hinten gemacht hätte. Hat es aber zu spät gemacht. Wäre hier die richtige Entscheidung gewesen, allerdings war das ein bisschen knapp. Und vielleicht hat er auch Lex gehabt, wenn es jetzt die Pause kommt. Ups. Und er hat wackelige Finger. Klick. Und ja, die beiden Supports hinten oben sind auf jeden Fall am beginnen so langsam ein Problem zu haben. Denn ganz. Ja, alle warten darauf, da ja, zu diven. Jukes. Stun ist raus auf den Lich, aber Support ist da. Sie sehen das auch hier. Und kein Go. Und Exorcism ist da, aber wird hier defensiv verpuffen. Also jetzt, Timbers war alleine, hat halt unten den Tower bekommen. Mussten halt zu 5 oben rotieren, um den Tower zu bekommen. Meanwhile, Bone Doctors nehmen den alleine. Und finden hier sogar eine Ward, die noch 4 Minuten gehalten hätte. Auch nicht schlecht. Und haben gerade die Ward gestellt, die es ihnen ermöglicht, hier zu turnen. Ach, geh hoch. Boah, was? Jetzt ein Chain Frost? Aber ich glaube, das Chakram reicht hier schon. Was ein Damage. Timbersaw macht den Damage und holt hier den Double Kill. Oh, und. Batz. Okay, ja. Nicht gebraucht. Und bounce sogar tatsächlich noch zum Raid King zurück. Allerdings schöner Silence. 2 getroffen und holt damit den. Faceless Void, was es auf jeden Fall wert sein könnte. Wraith King hat ein Problem hier und wird vom Sniper in der Mitte umgebracht. Meanwhile, Death Prophet muss sehen, dass sie wegkommt. Nimmt sie sogar den langen Weg. Allerdings sehen sie auch hier über die Creeps, dass sie nicht chasen. Und ein einfacher Melee-Creep auf dem Weg zum Thron. Was? Dam, 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 dam. Ey, ich werde diesen Thron erreichen. Batz. Ups. Was auch immer. Aber ja. Schöner Scout hier von Bone Doctors. Haben sie sehr schön gemacht. Es war wirklich ein Random Creep. Es war kein Dominated oder sowas. Einfach nur ein Creep. Ja, Dota ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr, 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 sehr fertig ist. Und absolut keine Bugs aufweist. Wobei, ne, ja, es war halt kein Bug. Wenn halt der Creep halt hingezogen wird und. Er läuft halt direkt zum Thron. A-Klick zum Thron, ist es halt der Weg, den er geht. Ist halt so. Von daher. Aber, nein. Oh, blink! Blink, 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 blink. Schön gemacht von Centaur. Und irgendwie verkacke ich es hier mal zu treffen mit dem Klick. Lasset Graf ist so langsam. Bone Doctors haben die 3 hintersten Farmer. Die 3 nachfolgenden Farmer nach der Grube los. Gibt es bestimmt ein besseres Wort für, aber egal. Haben 3 der 4 Top-Farmer. Und ja, in Kills sind Bone Doctors halt noch ein bisschen vorn. Und auch in Levels sieht man hier doch, dass ein relativer Unterschied zwischen den Bone Doctors Supports und den Chosen One Supports sind. Daher glaube ich so langsam, dass der nächste Team auf jeden Fall das mehr entscheiden wird. Deward, nee, finden hier nichts. Smoke. Smoke ist da, ja. Und Smoke. Allerdings könnten sie das hier unten gesehen haben. Und wie es scheint, haben sie das sogar gesehen. Sie sind sehr defensiv hier. Vielleicht auch, weil alle missing sind. Ja, wird gemalt, dass sie hier unten hergehen, aber noch sehe ich hier nichts. Okay, jetzt rotieren sie. Smoke ist allerdings schon zu 3 Vierteln weg. Und Bone Doctors haben es auf jeden Fall hier unten durch den Ward gerochen hier. Ich glaube, das hat irgendjemand gesehen. Ich habe keine Pings gesehen, von daher war es nicht so ganz klar, aber ja. Könnten trotzdem die Nichierchen noch passen. Link der Gassent mit Ulti ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Allerdings nur, wenn Bonlops müssen wir da nach vorne gehen. Was, nachdem es halt nicht aussieht. Sieht doch jetzt, dass alle Mitte sind. Sieht doch, dass Center nach unten geht. Aber der Ward hier zahlt sich richtig aus. Ich dachte, dass sie hier noch D-Warden, aber findet man nichts. Okay, es scheint erstmal ein Farm-Battle zu werden. Die Grafen sind richtig even.
XP sind Bornok das doch relativ weit vorne, auch mit dem Lich. Aber Gold, das bisschen nach 20 Minuten hat noch keine Aussage. Die ist verknapp. Also jetzt wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Seriously. Schöner Wort hier, außerhalb von allem. Aber auch hier schöner Wort. Ein schöner Wort außerhalb von allem. Gut. Ja, wie sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, dass Bornoctus. Oh, tut mir leid. Dass Bornoctus hauptsächlich halt mit der Chrono eine Teamfight forcen wollen. Oder sie sich sagen: Hey, wir haben unsere Top Last Hits. Wir machen das einfach. Und bringen das Ding Late Game. Andererseits, Late Game, ja, sind sie gut, aber ich glaube, Mid Game sollten sie es machen. Also, jetzt ist, glaube ich, Bornoctus Zeit, weiter vorne zu sein. Und sie brauchen Pickoffs. Und vielleicht aber auch ein Roshan, so wie es aussieht. Oh, und Smoke direkt unter dem Radiance Observer Ward. Die Linie ist von Bornoctus. Wenn sie da hochkommen, wird aber auf jeden Fall, werden sie sterben. Allerdings werden jetzt alle gesehen. Also es könnte vielleicht doch eine relativ gute Chrono werden. Oh, auf zwei Supports. Das ist gar nicht mal so schlecht. Beide Supports direkt angemacht. Exorcism ist used. Aber es kann halt gut sein, dass Bornoctus jetzt einfach zurückgehen. Beide Supports dann bekommen. Zugegeben ziemlich viel für benutzt. Aber es ist nur eine Chrono Level 2, 90 Sekunden Cooldown. Für zwei Kills nimmt man, wenn es ein bisschen Roll geht. Und beide Kills hat der Timbersaw genommen, ja. Der Bloodstone fertig hat, 21 Minuten. Nicht schlecht. Und auch nicht unbedingt nach 21 Minuten erst. Kriegen hier einen Roshan? Wahrscheinlich. Ups, hallo. Haben wir noch das Centaur gefunden? Allerdings hatten sie auch keine Möglichkeit, da in den Pit reinzugucken. Als dass der Centaur das sneaken könnte. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ohne Vision. Hätten halt hier mit Revenge for Spirit. Ja, die halt noch nicht da war. Das wäre so eh eine Möglichkeit gewesen. Es wären auf jeden Fall Opportunity für ziemlich coole Plays gewesen. Aber nichts zu machen. Ja, beide Teams haben keine Tier 1 mehr. Beide Teams sind irgendwie so. Ja. Sie warten auf Fehler. Oder sie warten auf Smokes. Hm. Aber dieser Ward ist richtig gut. Das Problem letztes Mal war, glaube ich, dass sie hier oben gesmoked haben. Von daher hätten sie vielleicht ja doch den Ward hier hinstellen müssen sollen. Ah, ein bisschen zu weit auf. Nächste Devil dann dabei mit Schrune für Death Prophet. Ich glaube, die. Wie viel? Die dritte oder so? Wahrscheinlich in diesem Spiel, ja. Und Bornoctus gehen erstmal in den Wald und farmen weiter. Naja. Tja, andererseits, ja gut, Chrono ist jetzt wieder ab. Naja, habe ich das Gefühl, dass demnächst was passieren wird. Zwei Smokes noch auf Licht. Mal schauen, was jetzt noch so kommt. Ha. Haben sie den Ward gesehen, der hier down gegangen ist, und haben sie gedacht, oh scheiße. Haben sie die gesamte Zeit gesehen. Dü-dü. So, jetzt wird irgendwas passieren, habe ich das Gefühl. Irgendwas. Ja. Ups, da wollte er nicht hinkommen. Ich glaube, die Chain war vorne, aber sie haben ja halt kein Damage. Exorcism is used. Ich glaube, jetzt sollten sie einfach begehen. Auch. Ah, selbst das Ulti. Mit dem Ulti versuchen sie ranzukommen. Ja, kommen den Witch Doctor, versuchen ihn jetzt zu bursten. Schaffen es auch vor dem Chain Frost. Das ist auf jeden Fall wichtig. Haben jetzt hier das Void Ulti. Die Frage ist halt, ob Void es schafft, irgendwas zu treffen. Silence ist draußen. Und jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Und jetzt. Oh, jetzt noch schön die. Vielleicht sollte er da nicht. Okay. Ja. Er hat noch eine Aegis. Direkt vorspringen. Oder auch nicht. Okay. Wenn hier Chasen. 3 zu 1 der Trade. Aber Aegis weg für Bornoctus. Was auch nicht zu unterschätzen ist. Aegis ist da ein großer Teil. Und Wraith King. Ja.
eine Invulnerability geblown, aber das war nicht so wichtig. The Denglish ist strong in Sim. Geblown. Invulnerability geblown, mein Gott. Er hat seinen Ankh benutzt, was auch seit Dota 2 nicht mehr Ankh, sondern Reincarnation heißt. Because copyright, fuck you, that's why. Aber gut. Das ist halt der Punkt, so als Caster ist es halt auch immer so, bevor du irgendwie anfängst nachzudenken, wie dieser Held jetzt eigentlich heißt, klickst du ihn halt lieber an und guckst jetzt danach, um halt dir das Denken zu ersparen. Dementsprechend sage ich halt für Wraith King anstatt Skeleton King und dementsprechend auch bei Wind Ranger. Bei Wind Ranger ist es tatsächlich eine Konditionierungssache, weil du siehst halt Wind und weißt halt, dass es ein Wind Ranger ist, aber sagst dir halt, okay, Wind, und dann gehst du halt in Runner oder Ranger über, je nachdem, was du halt gewohnt bist. Timason wurde gecatcht, hat aber ein nice Play gemacht und direkt den Bloodstorm benutzt, um halt das Exorcism zu forcen. 100 Sekunden ohne Exorcism, das könnte bedeuten, dass Bondok das jetzt hier pushen. Die Frage ist halt, ob sie alle rechtzeitig zum T2 kommen. 100 Sekunden sollte möglich sein, aber... Ja, muss jetzt zu... wird getroffen. Das wird ein Teamfight. Ah, und schon wieder down, bevor er was tun kann. Sehr schön gebürstet von den Chosen Ones hier. Faceless Void wird hier gesehen, aber kann auch nichts machen. Wird immer noch gepinkt, dass er da steht, obwohl er nicht gesehen wird? Okay. Naja. Ja. Lich out of position, wird gecatcht. Und der nächste, der down ist, bis das Exorcism wieder gecoolt ist. 56 Sekunden. Wird langsam knapp, hier was noch zu tun. Aber es ist halt gerade 4 zu 5. Und bis Lich wieder da ist, glaube ich nicht, dass sie das schaffen, bis dahin irgendwas zu tun. Roshan braucht auch noch 3 Minuten. Die Aegis würde jetzt reclaimed werden. Reincarnation ist on Cooldown. Von daher, back to start, back to farm. Farming läuft definitiv besser für die Bone Doctors. Wir haben hier halt noch den Void, der langsam aber sicher den Vorteil gegenüber der Necrobolas bekommt. Auch weil er wahrscheinlich langsam genug Damage hat, dass der Crypt Swarm nicht mehr für easy Wave Clearing sorgt, sondern halt auch Void relativ schnell da durchgeht. Und ansonsten Timbersaw Sniper farmen halt auch. Aber ja, Sniper muss halt noch ein bisschen was machen, um wirklich Einfluss zu bekommen. Gehen jetzt wahrscheinlich hier zum Smoken, wenn sie unter dem Sentry Board sind? Nee, noch nicht. Ich glaube, Lich hat auch noch 2 Smokes. Ja, hat noch 2 Smokes. Könnte man demnächst was sehen. Andererseits sehen sie halt auch keinen Hero, von daher macht es keinen Sinn zu smoken. Okay, Pings kommen raus, es wird gesmoked. Bing, bing. Jetzt wird gesmoked. Die Frage ist halt, wo sie hingehen, weil sie sehen halt wirklich niemanden. Wenn durch die Mitte nach unten gehen. Okay. Sehen allerdings jetzt hier oben den Wraith King. Der nicht unbedingt das beste Ziel ist. Und vielleicht finden sie hier noch jemanden einfacher. Auren sind keine vorhanden, aber jetzt hier werden sie gesehen. Und schöne Krone. Deathprof kriegt gerade noch hier BKB durch, aber es bringt halt nichts. Wird halt nur geblown. 10 Sekunden BKB-Charge. Umsonst. Und Smoke hat sich ausgezahlt. Schöne Krone. Aber ja, es waren offensichtlich die Krone. Chosen Ones wurden hier gecatcht, verlieren damit wahrscheinlich den T2 Tower. Wahrscheinlich meine ich ziemlich wahrscheinlich. Er ist stark gecatcht und werden jetzt wahrscheinlich noch rotieren. Aber nee. Wraith King werden sie so oder so nicht bekommen. Pushen hier tatsächlich sogar ein bisschen Highground. Klar, sie haben halt Damage over Time und können halt einfach ein bisschen was reißen. Außerdem können sie halt nicht fighten. Ohne Death Prophet. Death Prophet hat auch keinen Buyback. Und versucht halt einfach noch. Dreier-Stun, Triple-Stun, Triple-Stun. Aber kein Follow-up. Sehr schade. Triple Stun, richtig viel. Wupp, und sogar ein Stun Dodge in Klammern. Aber ja, haben hier genug Damage gemacht. Einiges an Damage. Und gehen jetzt hier zufrieden zurück. Butterfly für Faceless Void. Ja. 200 Last Hits, ganz klar. Top Farmer. Net Worth. Y. Los, da. Net Worth 14k. Definitiv weit vorne. Und. Krono fast. Oh nein, das war besser. Wenn hier das Ulti gewesen wäre, wäre viel andererseits. Aber, ach du Scheiße, guck diesen Attack Speed an. Triple Kill für Zalon, der jetzt hier stirbt. Und
Ja, der Jikiro stirbt noch mit, dank dem, oder wegen dem Blade Mail vom Skeleton King. Death Prophet chased hier den Licht, sollte ihn bekommen. Ja, spätestens damit. Timasaur muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht auch noch genommen wird. Hätte gerne die Krobolus bekommen, aber die ist jetzt wieder vollgehalten mit dem Ulti. Und gesilenced ist doch noch. Allerdings ist jetzt Sniper da, holt sich den Skeleton King und Death Prophet hat jetzt auch ein Problem. Wird jetzt hier gechased. Und Sniper, okay, mit dem Link ist ja auch Geschichte. In diesem Teamfight sind ungefähr 5 Leute gestorben. Ich glaube, die Supports sind wiedergekommen. Ja, beide Supports sind gestorben und wiedergekommen. Und nachher richtig großer Win. Sehr, sehr schade für Bone Doctors. Muss ich jetzt einfach aus meiner Perspektive aus sehen, dass diese Chrono ein Ticken zu langsam war und der Blink da drüber kommt und dass dieses richtig coole Chainfrost-Ulti da nicht gegengekommen ist. Das hätte mich richtig glücklich gemacht, wenn da wirklich in 4 Leuten ein Chainfrost hin und her gebounced wäre. Einfach nur perfekte Chrono mit perfektem Chainfrost drin. Aber ja, hätte schlimmer kommen können für The Chosen Ones aus der Hinsicht aus. Aber man sieht, dass das Tanking ist, der Wraith King kommt zu langsam online. Mit dem Blade Mail zieht er halt auf jeden Fall den, ja, den Timbersaw und den Jakiro vor allen Dingen aus, denn er sich. Der bringt sich halt fast selber um, komplett in seinem Makropile. Wenn dann komplettes 3 Sekunden Blade Mail gezündet wird. Oder 4,5 oder was ist das? 4,5. Jo. Bone Doctors invaden in den Dschungel. Wir versuchen jetzt hier unten den Bottom T2 zu holen. Der wahrscheinlich relativ weit down ist, dadurch, dass Skeleton King nicht da ist, aber er hat einen TP. Jetzt können das Ding hier also forcen, allerdings sind alle Ultis und Bone Doctors online. Und Reincarnation, 40 Sekunden. Dann würden sie ungern fighten. Aber ich glaube, das werden sie müssen. Ja, okay, sie lassen den Tower fallen. Die bessere Entscheidung. Denn in diesem Deathball, mit dem Damage over Time, würden sie den Tower sowieso nicht bekommen. Und diese Ecke hier ist richtig eklig gegen der Chrono. Da wollen sie definitiv nicht fighten. Roshan spawnt in 30 Sekunden. Pech. Und Chance für The Chosen Ones, da zurückzukommen. Smoken jetzt den Roshan rein. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn Roshan da gewesen wäre. Für die, für The Chosen Ones, die dann hätten richtig schön initiaten können. Sehen ihn der Observer Ward und eventuell sogar, dass der Smoke gebrochen wurde dadurch. Und gehen hier erstmal auf den Sniper. Der sollte relativ schnell down gehen. Allerdings Chainforce, Silence. Nee. Wird nicht benutzt. Kriege ich mal die Vengeful Spirit down. Was? Oh. Okay, Sniper geht jetzt down. Vengeful Spirit ist down. Chrono ist online. Will er noch nicht benutzen. Jetzt gesilenced. Und kriegt einiges an Damage. Monster Kill für den Zalok auf den fucking Ember Spirit. Der einiges an Damage macht, versucht hier zu dodgen, schafft es nicht ganz, muss allerdings jetzt BKB gezündet, okay. Ja. Okay. Hey, du hast BKB an, lass dich mal die Chrono ziehen. 32:20, 1:3 getradet für Bone Doctors. Also, den Sniper versucht bekommen, aber wie ihr hier im Network seht, Sniper auf Position 4 ist nicht das Wichtige. Death Prophet muss jetzt beibacken, hat aber keine Exorcism. Und the Siege beginnt. Das Liquid Fire macht kurz einen Prozess mit dem T3-Tower. T3-Tower ist down. Silence sollte hier down kommen. Und Initiation, nur eingetroffen. Aber der zweite Stun ist draußen. Jakiro wird down gehen. Und ja, Timbersaw nimmt den Way Out. Speed raus. Bone Doctors nehmen die Füße in die Hand. Und gehen hier raus. Zalok ist ein bisschen greedy. Aber dann sieht er dann auch krasser Weg aus. Hätte vielleicht mit dem Stun, aber ja. War auf jeden Fall die sichere Rakete in Licht zu rücken. Statt dem Void hinterher zu rennen, der nicht nur sonderlich tanky ist mit dem Battle Fury, sondern halt, ja, noch ein Escape hat. Butterfly, das andere mit B. Und jetzt ist Roshan on. Das könnte der Turnaround werden für Chosen Ones. Wir haben keinen Exorcism, um den schnell down zu machen. Aber, ja, Bone Doctors weiß, dass sie drin sind. Von daher kommt hier eventuell ein Buyback. Chrono und 5. Ist nicht schnell genug.
Umstand ist nicht schnell genug. Chosen One ist ein bisschen zurück. Jetzt ist Exorcism da. Und schöner Silence auf den Void. Der ist eventuell... Silence kommt raus. Das muss ein Buyback sein. Jetzt hier, Buyback direkt. TP an den Tower. Turn, turn, turn. Wir haben den Wraith King, der seinen ersten Kill nimmt. Allerdings Exorcism ist noch voll am Laufen. Und wo ist die Chrono? Da ist die Chrono. Jump. Nicht erfolgreich und jetzt müssen sie zurückschauen. Allerdings haben sie relativ gutes Chase von Bone Doctors. Center Warrunner kommt nicht raus, muss sein Ulti benutzen. Die Frage ist, ob es reicht. Wahrscheinlich nicht. Der Tower macht kurz einen Prozess mit ihm. Oh, der kann blinken und disjointed. What? Das war knapp. Versucht jetzt hier wegzukommen. Knapp, knapp, knapp. Wäre die Möglichkeit für einen Willing Death gewesen. Aber sehr knapp. Schön gemacht. Wunderschöner Blink, dass er da noch rauskam. Und definitiv, die Chosen Ones haben hier in dem Fight haben das Buyback geforst und mussten dann auf jeden Fall da raus. Lief auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sie haben den Rohstand doch noch verloren. Hatten aber auch eigentlich keine Chance, den in der Zeit zu machen. Von daher haben sie aus dem Engagement eigentlich nur einen Void Buyback noch rausgenommen und einen Kill. Besser als nichts. Und müssen jetzt hier Highground diffen. 35 Sekunden für Exorcism. Und 22 Sekunden für Center Ulti. Das sollte nicht rechtzeitig sein. Da halt sehr viel hier auf die Entfernung geht von Bone Doctors. Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass sie steppen können, besonders mit dem Sniper. Wird engaged, aber schafft es noch hier wegzukommen. Und ja, sie haben ein bisschen was gemacht. Ja, die ganze Zeit los. BKB ist draußen, Center ist mal wieder drin. Schaffen sie es, den Sniper rauszubringen? Ja, schaffen sie es, den Sniper rauszubringen. Center War Runner ist low, wird aber in Sicherheit geswappt. Und jetzt ist Exorcism bereit, jetzt müssen Bone Doctors gucken. Void sollte nicht sterben. Hat die Krone noch rausgehauen? Okay, hat natürlich... Oh, das ist der Chainforce da nicht gemacht. Hat noch eine Aegis und kann somit wieder rein. Allerdings muss er jetzt aufpassen, dass es kein Buyback wird. Und ich glaube, das wird es zack, down gemacht. 3:1 bisher der Trade hierfür. Silence ist raus, kommt dann weg, wird aber gechased vielleicht. Oh, schönes Chakram, was einen Blink verhindert. Und somit kommt er hier weg und TP'd auch direkt nach draußen. Sehr schöner Fight für den Chosen Ones hier. Auf jeden Fall gut gemacht, halt immer rein mit dem Center of Warrun wieder raus. Und dann, wo sie gesehen haben, okay, jetzt geht's, Exorcism ist online, ab rein. Und die Initiation von Chosen Ones ist richtig gut. Die Chrono hier war nicht wirklich, also die Hälfte der Chrono ist halt schon ausgelaufen, wo die Aegis dann fertig war. Und der Chainforce ist nicht gebounced. Von daher richtig glückliche Umstände für Chosen Ones, beziehungsweise perfektes Positioning. Und haben hauptsächlich dadurch Positioning gewonnen. Dass der Center Warrunner halt immer reingesprungen ist und wieder rausgegangen ist, hat ihm genug Zeit verschafft auf den Sniper, dass das Exorcism wieder online war und somit konnten sie fighten. Bone Doctors sind immer noch vorne, aber haben jetzt hier einen Slide ein bisschen wieder nach oben. Fast 5k Gold haben sie ein bisschen gut gemacht und auch die XP geht langsam wieder nach oben in Richtung von Chosen Ones. Ist jetzt nicht viel, das stimmt, aber so langsam natürlich haben wir levelsmäßig 20, 20, 20. Okay, das ist noch ein bisschen Weg nach oben. Aber nichtsdestotrotz, Wraith King hat jetzt auch den Sniper weit überholt und nimmt Verfolgung auf in Richtung Timbersaw in Sachen Last Sets. Und ja, ich glaube, beide Seiten können nicht so wirklich ohne Aegis kämpfen. Und werden jetzt hier warten. Schade. 38 Minuten. Es wird ein Farmfest und es wird wohl Late Game gehen. Was haben wir in Itemweisen? Okay, Smoke. Ja, schnell die Items noch durchgehen. Wir haben BKB und Shivas auf der Death Prophet, die wohl jetzt in ihr Hut baut. Wir haben Skyrath Mage mit dem Force-Staff, ist immerhin schon mal was. Vengeful Spirit nur mit Mana Boots, muss sie den kompletten Support machen. Centaur Warrunner hat die Pipe fertig nach dem Blink. Und zu guter Letzt Wraith King, der wohl auf Daedalus geht. Ja, schafft es nicht wegzuspringen. Aber ist extrem tanky. Aber mit dem Stun haben sie das auf jeden Fall gepackt. Und sehr schön down gebürstet. Dann haben wir gedacht, so, okay, vielleicht kriegen sie ihn gar nicht tot. Aber zu fünft war das dann doch ein relativ easy Pick-off. Tja. Ja, sie haben das Center Ulti gehört. Aber niemand wusste halt so recht, wo es ankommen wird. Dadurch, dass es halt Smoke war.
Dementsprechend konnte er halt nicht direkt wegliegen oder Chrono machen. Und jetzt wird tatsächlich Highground gemacht. Cooldown ist auf noch eine Minute auf dem Buyback. Ice Bath, ja, war mehr so vor Effekt. Gleich wird Exorcism benutzt und dann wird es interessant. Wenn Bond noch das Ding halten können, haben sie auf jeden Fall weiter Chancen auf das Machen. Andererseits, ja, es wird schwierig, das Ding zu halten. Jetzt hier müssen Harassment auslegen. Akropaya ist auch ganz gut in die Creep-Fave down zu bekommen. Allerdings, oh, schöner Ice Bath. Ha, Chain Frost mal wieder ins Nichts. Das ist bitter. Es läuft nicht so, wie Seeker das haben will. Wupp, und Skeleton King ist drin. Da muss der Sniper auf jeden Fall schnell weg. Und, oh, Headshot. Headshot unterbricht und jetzt kann er natürlich den Wraith King auch noch ein zweites Mal down bekommen. Die Reincarnation ist down für Skeleton King. Allerdings, oh, was ein Dodge mit dem Manta. Super gemacht. Ringe sind hier down. 1:3 getradet. Sehr, sehr knapp dann doch hier. Und jetzt liegt es mal wieder an Bone Doctors zu pushen. Haben keine Boots of Travel, um jetzt hier direkt irgendwie in die Mitte zu gehen oder nach unten zu gehen. Werden jetzt wahrscheinlich erstmal einen T2 holen oder irgendwas anderes. Roshan dauert noch ein bisschen. Und zwar 3 Minuten. Also auch relativ lange, bis überhaupt die Minimum Spawn Time passiert. Ja. Okay, in Items war ich jetzt durch auf Sache von The Chosen Ones. Zalok hat hier auf dem Festes Void. Ist auf dem Weg nach seinem Agas, braucht aber Buyback. Und wird jetzt erstmal auf Buyback sparen. Das dauert noch ein bisschen. Knapp 1000 Gold. Ganz viel Drawing hier auf der Map, okay. Sniper. Ja, baut, ist auf dem Weg wahrscheinlich auf sein Eye of Scuddy. Wäre wahrscheinlich die Item Choice, einfach um die Leute abzuhalten, die ihm näher kommen wollen. Besonders im Wraith King. Juking ist es halt sehr, sehr wichtig. Oder Wraith King Kiting. Timmersword BKB hat jetzt auch eine Side of Weiss fertig, die sich ja wahrscheinlich sehr, sehr stark und sehr, sehr gut auf den Center Warrunner aufwirken sollte, wenn er ihn bekommt. Aber BKB Usage, oh, und schafft es nicht ganz hier wegzujuken. Muss hier gucken. Ja. Gehen sie nicht weiter, weil sie wissen nicht, wer noch alles dahinter ist. Haben hier den Void, aber ja, kommen an nichts ran. Wraith King, ja. Center Ulti ist down und jetzt wird wahrscheinlich gesmoked. Sieht sie danach aus. Und mal schauen, ob sie da jemanden finden. Wir haben Jakiro, der auch schon halt die Veil of Discord gesehen haben, die wir schon im Einsatz gesehen haben. Lich baut in sein Agas. Und ja, das waren so die Items von Bonn. Und jetzt bin ich hier gespannt. Gesmoked ist. Und. Oh, war es ein Olds. Schön gemacht, schön gemacht. Die Frage ist halt, ob es denn trotzdem. Oh, richtig schöner Swap. Hat da Schlimmeres verhindert. Und das Lichtulti allerdings bounced bisher noch relativ gut. Kriegen jetzt hier erst den ersten Down. 1:4. Und ohne Verluste, ohne Verluste. Das ist bitter. Verlieren ja noch den Wraith King. Und das ist. 1:4, Scareth Mage. Ist beinahe hier unten gestorben. Okay, was war das? Batz! Sniper kriegt auch noch den Scareth Mage. Das ist bitter. Kompletter Teamwipe mit Buyback von der Death Prophet. Das werden wohl Rex sein. Und es könnten eventuell weitere Rex in das Game sein. Buybacks sind, weitere Buybacks sind nicht vorhanden. Das könnte hier das spielentscheidende, der spielentscheidende Teamfight gewesen sein. Und das, obwohl verkackten. Aber das Chainfrost hat extrem viel Damage gemacht und hat sehr oft gebounced. Außerdem, es war relativ eng und Timbersaw konnte da sehr, sehr gut kämpfen. Aber wir gehen hier nicht den Greedy Weg, direkt hier nach unten. Wäre auch vielleicht ein bisschen zu greedy gewesen, da sie halt auch keine Chrono haben und kein Chainfrost. Na, das Chainfrost ist online, aber kein Mana. Gut, 500 Mana, ja, das ist einiges. Roshan. Das Spawn-Time wäre jetzt, aber es dauert noch 2,5 Minuten, bis Roshan wieder da ist. Und grafenweise hat das einen schönen Bogen wieder gemacht. Der Teamfight war auf jeden Fall für Bornok das richtig wichtig. Ein kompletter Teamvibe dafür und das mit der verkackten Chrono. Ich kann es nicht nochmal betonen. Desaströs für die Chosen Ones. Aber ich hatte, ja, das hat schon fast nach einem Comeback ausgesehen.
Aber oben an dem Push hat man gesehen, wenn sie an die Base rankommen, ist es halt auf jeden Fall genug, um Damage zu machen. Das Problem ist, mit der einen Lane, die schon reingepusht ist, wird es schwierig, weiter rein zu pushen. In die Mittellane, ja, wird pushen. Und die restlichen Lanes werden wahrscheinlich Bondoklos weiter gepusht halten, solange bis Roshan wieder da ist. Wenn hier einen Scareth Mage finden und ein paar Wards finden. Ja, die Vision hat 5 Sekunden gehalten. Naja. Hart demnächst für Timbersaw. Weil er noch nicht denke genug ist, 3100 Leben. 31 Bloodstone Charges. Puh, 14, 4, 16. Sir Waterlord ist hier richtig on fire auf dem Ding. Sie ist ja auch Last Hits, zweitbester. Muss man dazu sagen. Ja, definitiv einer der MVP-Leute hier, Timbersaw. Und einige Chronos von dem Faceless Void waren hier auf jeden Fall spielentscheidend. Mal schauen, was kommt da angeflogen. Nichts erstmal. Void ist mal wieder gestorben und muss auf Buyback sparen. Macht hier noch einen Pull. Einen Stack. Ja. Ja, Ulti ist da, aber es reicht nicht ganz. Ein wunderschönes Chakram, was ihn davon abgehalten hat zu blinken. Aber es sind halt auch nur 70 Sekunden Cooldown und in der Stage of the Game, jeder Positioning-Fehler muss versucht werden, ausgenutzt zu werden. Hätten sie dann Timbersaw bekommen. Ja, wir wären exakt 2 Sekunden wieder da. Aber. Each charge bei 4 Sekunden Respawn Time. 4-mal, ja. Instant Respawn. Aber keine Boots of Devil da. Noch nicht. Wären wahrscheinlich demnächst angebracht. Einfach um die Respawn Time auch auszunutzen. Aber mit dem T2 Tower ist es eigentlich auch nicht nötig, das zu haben. Kann er doch immer direkt hier hin tippieren. Dasselbe für, sieht halt für den Void aus. Magic Wand wegwerfen und TP kaufen. Wenn er buybacken muss. Hat aber noch kein Buyback ready. Bisher noch, hat noch niemand außer Jack Hero das Buyback ready. Und Wraith King wird hier relativ stark vom Scuddy gekitet. Aber naja, kommt weg. Ja. Chosen Ones müssen sich hier zurückziehen. Blinkt rein. Versucht den. Ah, oh, schon wieder blinkt er weg. Das war aber auch ein bisschen lange mit Cooldown. Jetzt wird eventuell das. BKB wird gezogen. Würde ich schon sagen, jetzt wird eventuell der Bloodstones gebraucht. Mit dem Respawn-Timer. Reincarnation ist schon down. Allerdings auch das BKB von der Krobelus. Und Timbersaw läuft immer noch weg. TP'd sich jetzt zurück. Und. Schöne Chrono auf 2 wieder. Das sollte das Schicksal eigentlich für, ja, für Chosen Ones besiegeln. Selbst Timbersaw ist noch weggekommen, was ein bisschen greedy war, weil wenn er da gestorben wäre, könnte er nicht wieder reinkommen ohne TP. Aber ja, so langsam ist es vorbei. The Chosen Ones haben eingesehen, dass da nichts mehr zu machen ist. Und mit den Chronos ist halt auch schwierig gegen zu kämpfen. Das war das Finale. Ich glaube, es war best of 1. Würde ich jetzt mal sagen. Noobcaster von Not Knowing. Ich glaube, es war Best of 1. Best of 1. Wahrscheinlich. Ich will nichts Bestes sagen. Okay. Anyway, thanks for watching. Falls es hier noch weitergeht, seht ihr das ja, ob da noch ein Video kommt. Ansonsten Glückwünsche zu Bondoklos zum Sieg. Des John Dota, des 75. ESL Weekly Cups. Warum sage ich John Dota? Mein Gott. Gut, ich war Sisterson und bis zum nächsten Cast. Auf Wiedersehen.